Ja, hallo ihr Lieben. Ich wollte euch mal in Sachen Sonic Frontiers zwei echt coole Sachen zeigen. Beginnt mit dem Soundtrack und zu dem Zweck habe ich erstmal andere Soundtracks hier liegen. Zu dem Zweck des Größenvergleichs. Wenn ihr schon mal Platz macht im CD-Regal, wo ich den Soundtrack bestellt habt, vergesst es, macht Platz im Bücherregal. Weil, wie gesagt, hier so die letzten CD-Boxen, die rausgekommen sind, hier von Sonic Forces und Team Sonic Racing, sind doch eigentlich auch schon recht große Boxen, kann man nicht anders sagen. Komischerweise gibt es die mal so rum, keine Ahnung. Aber jetzt kommen wir zu Sonic Frontiers. Okay, ihr seht schon, was ich meine. Also, ich war baff, als das gute Stück hier ankam. Weil, ja, es hat schon Ausmaße. Ne? Also, es vergleicht, ne? Mit einer anderen CD-Box. Das ist schon echt ein Onkel, oder? Aber man muss ja auch sagen, ich meine, hier sind jeweils drei CDs drin. Kamera, Dankeschön. Hier sind jeweils drei CDs drin. Hier sind es ganze sechs. Ja, also, es hat schon, ja, sein Grund mit den Ausmaßen. Aber jetzt schauen wir doch gemeinsam mal rein, wie das aufgebaut ist, nicht wahr? Hier schön selbstklebend. Ich finde es nur schade, dass der Kleber im Deckel ist, weil wenn man das jetzt rauszieht, es bleibt immer wieder hier dran kleben. Ist nicht so schön, vor allem mal wieder reinfuddeln. Vor allen Dingen hier hinten, wo die Spinecard kommt, ist immer echt gefährlich. Ja, da geht's schon los. Lass los, sei lieb. So ist brav. So, tun wir das mal beiseite. Ja, ganz wichtig, Spinecard nicht verlieren. Und da haben wir das gute Stück. Mit einem Schutzschuber, da geht die Schrift weg. Legen wir auch mal beiseite. Und kommt uns erstmal ein Booklet entgegen. Jawohl, so gehört sich das. Very nice. Einfach toll. So, hier haben wir die ganzen Songs. Wer hat daran gearbeitet? Wer die Copyrights, die Rechte und so weiter? Kann man jetzt nicht immer unbedingt so lesen. Aber ja, kommt schon klar, nicht wahr? Hier erstmal schöne Screenshots. Auch wunderschön. So schade, dass keine Artworks bei sind. Ja gut, die sind dann wieder bei der Special Edition dabei, ne? Die habe ich ja in einem anderen Video gezeigt. Da sind ja auch wundervolle Artworks dabei. Hier sind auch die Lyrics zum Mitsingen. Die Songs sind einfach auch episch, oder? Ah, ich finde die so gut. Ja, das schöne Booklet auch mal beiseite. Ja, und jetzt kommen wir wieder Thema Buch. Weil tatsächlich blättert man durch die einzelnen CDs hier. Immer schön mit einer riesengroßen Zahl hier, welche CD es sich gerade handelt. Und wie gesagt, es sind ganze sechs Stück. Ist also schon einiges dabei. Wie ein Buch aufgemacht. Nochmal die Rückseite mit den ganzen Songs, auf welcher CD was zu finden ist. Echt schönes Teil. Also, wow. Kann ich nur mal wieder sagen, danke Sega für dieses Spiel und für diesen Soundtrack und für diese CD-Box. Dankeschön. So, als nächstes hätten wir hier die offizielle Figur zu Sonic Frontiers. Und diese hier hat mir der liebe Simon besorgt. Und nochmal vielen, vielen lieben Dank dafür, Simon. Ich habe mich echt mega gefreut, ey, ohne Witz. Ach, herrlich. Schauen wir uns mal die Box jetzt genauer an. An den Seiten hier finde ich schon mal ganz interessant, ne? Also wir werden alle verbluten, wenn wir damit spielen. Keine Ahnung, ob das sich auf den Karton bezieht oder auf Sonic Stacheln. Keine Ahnung. Aber hier haben wir nochmal die Figur. Schön Nahaufnahme von allen Seiten geknipst. Und hier hinten auch nochmal von vorne, von hinten. Und hier auch schon mal eine Erklärung, wie man die Kokos nachher anbringt. Mhm. Alles klar, auf geht's. Das vorhin schon mal aufgeschnitten gehabt, damit man auch dran kommt. Und dann schauen wir mal, was uns drinnen erwartet. Ja, die Figur ist erstmal ein bisschen kleiner, als man denken mag bei der echt großen Verpackung. Ja, da ist er. Also das kann echt Reisen überstehen, würde ich mal behaupten. Dann schauen wir doch mal. Okay, hier ist alles verklebt. Na komm schon, sei lieb. So geht das. Okay, dann haben wir dann schon eine Base. Ach, gut verklebt. Na komm raus. Steht hier? Vietnam. Mhm. Ah ja, das nächste ist Sonic. Vorsichtig. Also den haben sie nicht so krass eingepackt. Na, zwei Pinne. Mal gucken. Ich denke mal in diese. Also ihr merkt schon, ich packe die jetzt zum ersten Mal aus. Ich habe noch keinen Plan. Mal schauen, wird halt ein One-Taker. Also schon mal im Vorfeld, wenn gleich irgendwas schief geht. Es tut mir so leid. So, oh, sorry, Sonic, das wollte ich nicht. So,
die Tüte beiseite. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich die Kokos hier rauskriege. Euch haben sie aber ganz schön da reingequetscht, Jungs. Heilige. Nicht, dass mir hier was abbricht. So, da haben wir Koko Nummer 1. Oh. Ja, ich war, glaube ich, ein bisschen zu grob. Der guckt schon so. Da sind die Stöckchen. Wie kommt man denn da dran? Ah, okay. Alles doppelt und dreifach gesichert hier. No. Okay. Ich kann mir schon mal selber aussuchen, wer wohin kommt. Ich mache den jetzt mal hier hin. So, komm her. Er hat auch Dinge gesehen, über die er nicht reden möchte, glaube ich. Okay. Auch hier. Warum ist da ein Sechskant, wenn das rund ist? Wahrscheinlich nur, damit es ein bisschen besser klemmt. Okay. Und halbrundes Loch Nummer 2. So, jetzt packen wir erstmal die Verpackung beiseite. Und da ist das Diorama komplett. Na, ich glaube, den habe ich noch nicht richtig drin hier. Oder hüpfen die gerade? Ach, ist doch egal. Eigentlich kann man doch ran auch schön hier. Na, doch ein bisschen. Nein! Mein Koko rennt weg. Ich sage ja, ist ein One-Taker. Es tut mir so leid. So, er ist wieder dran. Dann lassen wir sie erstmal hüpfen. Ist ja auch in Ordnung. Aber jetzt können wir uns erstmal die Figur genauer anschauen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auf Fotos immer gedacht, durch diese Ritzen hier, dass man Sonic erst zusammenstecken muss. Dass praktisch die Stacheln da einzeln in so eine Art First for Figures im Mini, dass man den erst zusammenbauen muss. Na gut, streng genommen muss man die ja hier reinstecken. Aber ja gut, das ist jetzt kein Zusammenbauen in dem Sinne. Ne? Das ist ja nur dranstecken. Aber jetzt könnte man hier eigentlich schön wie so einen künstlichen Rasen machen, ein paar Felsen. Also an alle da draußen, die Landschaften, Dioramen und so machen, ne? Also hier könnt ihr euch austoben, ne? Ja, warte mal, war nicht sogar auf der Abbildung? Ja, so ein bisschen, ne? Hier so ein bisschen Gras. Aber das würde sich echt anbieten. Hier so eine kleine Felslandschaft, wo die dann drauf sind, ne? Man kann ja auch tauschen, der eine da, der andere da. Aber ich finde es mega. Ja, so richtig beschützt. Ja, eine wunderschöne Figur. Und wer sich jetzt noch fragt, wie groß eigentlich? Ich habe meinen uralt Zollstock oder Gliedermaßstab hier. Dann schauen wir doch mal. Wie hoch bist du denn? Ja, so 145 mm würde ich sagen. Ist schwer zu messen, weil es noch nicht so weit weg ist. Durchmesser, ja, 140. Ja, und na gut, die Hand ist so ein bisschen über den Radius, aber sonst. Ja, dann wisst ihr also, wie viel Platz ihr ungefähr im Regal braucht, ne? Und dass ihr hier auf jeden Fall eine schöne Landschaft noch basteln könnt. Das passt alles. Ich meine, Sonic kann man jetzt immer noch ein bisschen hochsetzen. Aber ich freue mich wahnsinnig über die tolle Figur. Nee, nochmal, Simon, Dankeschön da. Oh, das. Oh Gott, ich kann mich gar nicht satt sehen, weil ich finde die einfach so episch schön, die Figur. Ich meine, die ist auch von Jack Specifics. Steht jetzt hier leider nicht, aber ihr könnt mich auch gerne korrigieren, wenn ich mich da jetzt vertue. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Reinschauen. Und ich würde mal sagen, viel Spaß beim weiter Sonic Frontiers zocken oder beim Prime gucken. Okay, macht's gut, bis dann, ne? Ciao! Upsi, fast vergessen. Ich wollte noch schnell zwei selbstgemachte Sonic Frontiers Items zeigen. Also kein offizielles Merchandise, klar, kann man so nicht kaufen. Hier so eine kleine Aufbewahrungsbox. Hier so eine kleine dreidimensionale Landschaft mit einem kleinen Koko drin. Und bei beiden ist das Ganze dann auch noch schön beleuchtet. Wie gesagt, wollte ich nur eben schnell mit reinhauen. Okay, weil geht ja um Frontiers, ne? Alles klar, dann nochmal vielen lieben Dank und ciao.